Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Sparklight. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Ich bin verliebt. Da sind unsere kleinen Beats, aber wir wollen nach unten gehen. Wir haben leider nicht mehr so viele Sparks, deswegen wird es Zeit, wieder neue zu sammeln, damit wir unsere Herzchen zum Beispiel verbinden können. Jawohl, ich würde gerne runtergehen. Ja, auf geht's. Ich möchte bitte gerne. Wir müssen auch langsam Weg finden, in ein anderes Gebiet vorzudringen. Aber ich würde fast sagen, im Moment bin ich noch ganz glücklich, wo wir sind. Mit Tab war das, genau. Fangen wir einfach mal links an. Dann geht's direkt in die Mine. Wisst ihr was? Ich mach das mal. Ich gehe mal hier direkt rein. Ich bin hier falsch, oder? Das ist das, wo... Nein, ich bin richtig. So, diesmal haben wir nämlich volles Leben und ich würde jetzt einfach gucken. Huch. Muss ich das Ding irgendwie kaputt kriegen? Oder ist das einfach nur, dass ich hier den Knopf betätigen musste? Ich bin ein bisschen... Oh. Okay. Ich hoffe, ich brauche jetzt keine Energie mehr in irgendeinem anderen Abschnitt. Okay. Sehr schön. Was haben wir da drin? Energie. Dankeschön. Sehr schön. Erhöht die maximale Energie, aber das hilft mir jetzt natürlich nicht weiter, denn meine Energie ist erstmal weg, weil ich dachte, ich muss vielleicht diesen komischen Dings angreifen. Was haben wir hier? Das hatten wir ja noch gar nicht, so ein Untergrundeinrichtungs. Ah, jetzt komme ich einfach wieder raus und das ist zu. Okay. Okay, das ist gut. Dann habe ich jetzt tatsächlich die Ecke fertig. Und dann kann ich hier oben wieder mal die Sparks holen. Und eine Lebenseinheit. Danke, dann gehe ich mal runter. Au, da war ich unvorsichtig. Da war ich sehr unvorsichtig. Hallo Schweinchen, komm mal her. So. Mit nur 5 Schlägen, die wir brauchen, lässt sich das tatsächlich... relativ gut mit einem, ne, in einem Rutsch alles wegmachen. Ich muss mich nur manchmal noch daran gewöhnen, dass ich mit der Maus auch in die richtige Richtung der Gegner gucke. Oh, da ist ja noch mal einer von deiner Sorte. So, weg ist er. Da ist wieder so ein kleiner Schütze. Zum Glück jetzt mit 2 fluffigen Schlägen weg. Und wir schauen einfach mal so weiter. Weg. Der hier weg. Und den haben wir jetzt auch. Dann kann ich mich jetzt ganz in Ruhe der wunderschönen großen Frucht hier widmen mit ein paar Sparks und Energie. Und wir könnten uns jetzt auf jeden Fall schon die erste Fusion leisten. Und ich würde mal sagen, bevor ich es vergesse oder versehentlich sterbe, nutzen wir doch einfach tatsächlich mal unser... Ich geh mal runter. Nutzen wir tatsächlich... Ach du je, das könnte jetzt schwierig werden, denn ich komme hier nicht... Ich komme da nicht hin, weil ich runterfallen würde. Verdammt. Okay. Wie gemein. Ja, 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 das ist kein Problem hier. Ich gehe erstmal zu dem. Dann hole ich mir aber... Nein, lass das bitte. Dann hole ich mir den da drüben noch. Dann gucke ich mal ganz kurz auf meine Karte. Ich glaube, hierüber ist sinnvoller, weil das, genau, das ist das letzte Kartenende auf der Seite. Wir sehen zwar nicht alles, aber wir können zumindest so ein bisschen die Dimension der Karte erahnen. So. Und das natürlich auch noch. Und hier wieder Sparks.
Dann geht's hier. Ich will immer M drücken für die Karte. Gehen wir erstmal nach oben, dann haben wir da die Karte. Nadu, kommst du hier? Kommst hier gar nicht raus, ne? Ich hätte dich auch in Ruhe lassen können, wenn ich nett gewesen wäre. Aber die lassen Sparks fallen, also brauche ich sie. Ich habe wieder irgendwas Schönes aufgesammelt. Nach oben. Ah. Oh. Aber immer treffen mich die Dinger und die machen... Die machen viel Schaden dafür, dass sie so klein und muffelig sind. Na komm, lauf. So, haben wir geschafft. Und es geht einfach nur nach oben. Hier würde es zum Goldwald gehen, aber das haben wir ja schon mal gesehen, dass das leider nicht so funktioniert. Der ist so... Oh, ja, das so. Bitteschön. Es geht definitiv in diese Richtung für uns weiter. Ich weiß gar nicht, ob es für alle... Ja, wen haben wir denn da? Seid ihr wieder verloren gegangen? Kann das sein? Wir müssen hier übrigens auch problemlos drüber kommen. Dankeschön. Hallöchen. Puh, was für eine Erleichterung, dich zu sehen. Margo und ich wurden wieder getrennt. Glaubst du, du könntest sie für mich suchen? Hier ist mein Medaillon, damit sie weiß, dass ich in Sicherheit bin. Natürlich, das machen wir doch gerne. Danke, vergiss nicht, dass du sie vor dem nächsten Buch finden musst, sonst zerbricht das Medaillon. Wir haben den Goldwald erkundet, als wir uns getrennt haben. Vielleicht ist sie noch da. Das heißt, als nächstes müsste ich tatsächlich, um das hier abzuschließen, in den Goldwald gehen. Ich heile mich mal wieder. Es ist halt immer ein Herzchen und es ist mir doch ein bisschen wohler, wenn wir tatsächlich volles Leben haben. Hier würde es zum Goldwald gehen, aber ich will erst hier alles erforschen, wo wir sind. Ein bisschen größenwahnsinnig, wie ich momentan denke, stelle ich mir einfach vor, dass wir das alles überleben. Da ist nichts weiter. Es geht einfach unten. Genau, es geht einfach unten weiter. Bevor ich hier komplett rumlaufe. Einfach hier so halb durch. So. Ich hole mir mal das da hinten. Das Schweinchen holen wir uns auch. Dann wissen wir schon, überall, wo keine Gegner mehr sind und nichts. Hallo. Au. Das war doof. Ja, da habe ich nicht aufgepasst und die ziehen tatsächlich anderthalb Herzchen ab. Ich tue das jetzt einfach mal. So. Dann haben wir wenigstens so ein halbes Herzchen, was uns fehlt. Oh, war ich unvorsichtig. Ja, ja. Wenigstens ist das jetzt das Letzte. Ich bin zu unvorsichtig. Ich gebe es zu. Oh, da ist noch was. Gehen wir erstmal nach... Wollen wir erstmal nochmal eins zurück und dann nach unten gehen? Ich habe das Gefühl... Wie doof stehe ich denn gerade immer? Sollte ich aber wirklich entweder bald was finden, um mich zu heilen, oder... Naja, aber ist auch nicht schlimm, wenn wir nach oben wieder kommen... Wenn wir wieder nach oben müssen, wenn der Bruch kommt, dann versuchen wir es halt nochmal. Ist ja nicht das Schlimmste. Oben müsste ich aber auch noch einmal hin. Das ist eine schöne Ecke. Leider, leider. Oh, Herzchen. Habe ich das richtig gesehen? Ich habe Herzen gefunden. Jawohl. So, perfekt. Dann heilen wir uns doch direkt nochmal. Und am besten auch nochmal. Wir könnten, dankeschön, theoretisch auch... Wir könnten theoretisch auch Herzen von unseren Gegnern bekommen. Das hatten wir auch schon. Dass da mal ein Herzchen oder so fallen gelassen wurde. Es kommt nur eher selten vor. Vielleicht sollte ich doch wieder anfangen, die Schweinchen auf zweimal zu erledigen. Nur für den Fall.
nur für den Fall. Da oben ist noch was. Dankeschön. Ich müsste es doch langsam hier die Ecke auch haben, oder? Einmal noch rüber. Okay, hier sind wir. Diesmal kommt mir die Karte irgendwie noch größer vor als das letzte Mal. Aber vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur ein. Haben wir eigentlich schon Bomben gefunden? Nein, Pulsbomben haben wir diesmal noch nicht entdeckt. War ich hier oben schon? Ja. Die Ecke geht's unten weiter. Hier nämlich, dann gehen wir erstmal nach unten. Alles wunderbar erledigt. Es macht tierisch viel Spaß. Ah, hier ging es rüber zum... Wohin auch immer. Lass mal gucken, ist es das Säuremoor? Treibsand. Ach du je. Okay. Treibsand klingt gefährlich, als sollte man da nicht allzu lange stillstehen. Dann gucken wir erstmal weiter. In jedem Fall, wir könnten... Ja, da seid ihr wieder... Und ich stand wieder voll drin. Ich bin so dusselig manchmal. So. Meine Sparks und meine Frucht. Mit 10 wunderschönen Sparks auf einen Streich. Hier war ich auch noch nicht. Da kann ich nochmal runterschauen, was mich da erwartet. Noch ist alles gut. Das ist so schön. Noch ist alles in vollkommener Ordnung. Wir müssen hier nur noch irgendwas drücken können. Und ich weiß nicht, was und wo. Vielleicht, wenn ich das ganze Gras wegmache, dass ich dann irgendwas finde. Wenn wir eine Taschenlampe hätten, könnten wir übrigens alles beleuchten. Aber vielleicht müssen wir dafür auch erst zwei... Oder müssen wir wissen, wie man Sachen entzündet. Das kann auch sein. Dass wir dafür den Ballon brauchen. Ist theoretisch alles... Nein, ich wollte nicht... Komm, geh wieder hoch. Ich wollte nicht wieder runter. So. Ich glaube aber, wir haben bald die... Ich glaube, wir haben bald die ganze Map aufgedeckt. Ich meine, hierhin kommt, weiß ich immer noch nicht. Da hoch ist mir noch ein Rätsel ein bisschen. Dankeschön. Ja, gehen wir erstmal nach rechts. Vielleicht finden wir auch den Piraten mit seinem Schiff und seinem kleinen Glücksspiel. Es wäre jetzt halt super praktisch, wenn wir dieses... Da würde ich gern rein, aber das traue ich mich im Moment nicht. Wir sind danach garantiert wieder tot, deswegen. Ich würde dann eigentlich erst versuchen wollen... Habe ich jetzt alles... Okay, jetzt habe ich... Nein, nicht alles aufgedeckt. Hier bin ich nach oben. Und hier kann ich nicht rein, weil ich die Entdeckung schon gemacht habe. Dann könnten wir jetzt entweder zum Goldwald gehen oder aber wir versuchen nochmal in die Mine zu gehen. Ich würde persönlich den Goldwald vorziehen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal nach links und dann nach oben. Außer ich kann nicht in den Goldwald, dann versuchen wir unser Glück natürlich in der Mine. Okay, aber da kann ich die Abkürzung nehmen. Quasi auch. Und jetzt nochmal? Noch. Ja doch, nochmal. Eins nach oben und dann ist der Weg rüber in den Goldwald. Mal gucken, ob wir durch dürfen. Ja. Eins. Wir bräuchten aber zwei. Wie? Zu den Weinbergen. Ja, das ist schön. Wie komme ich denn hier durch? Vielleicht muss ich dafür tatsächlich in die Mine von den Goblins runter. Das wäre tatsächlich denkbar. Seid ihr ja alle wieder da? Thank you.
Oh Mist. Oh Mist. Ja gut, ich habe noch einen hier. Ich glaube sonst nichts. Nein. Sonst habe ich nichts mehr. Wir können es trotzdem versuchen. Ist ja nicht... Der stört uns da unten nicht. Aber ich hätte gerne... Naja, in einem Kreis drin. Dann haben wir aber immerhin wieder 200 Sparks. Vielleicht gleich. Und das wäre ja nicht... Au. Das wäre ja nicht das Schlechteste. Denn, wie gesagt, ich habe bei den Goblins immer so ein ganz schlechtes Gefühl. Und wenn wir da vielleicht... Nee, überlebe ich das überhaupt? Wenn alle Gegner wieder da sind? Ich lasse das Schweinchen jetzt in Ruhe und hole mir wirklich nur die offensichtlichsten Sachen. In der Hoffnung, dass es irgendwo vielleicht doch eine... Okay, ich muss ganz nach rechts und dann... Oh nein, da sind wir wieder oben. Ja, wir müssten über 200 Sparks haben. Das heißt, wir können jetzt schon mal ein paar Sachen verbinden. Tschüss, ihr schönen Sachen, die ich gefunden habe. Und wir könnten uns hier vielleicht... Entweder, wenn wir uns noch ein... Aber das wollte ich gar nicht. Space, ich wollte es benutzen. Wenn wir uns nochmal ein Herzchenteil kaufen, dann haben wir schon immerhin drei Teile von einem kompletten Herzen. Das darf ich, glaube ich, nicht. Ah, warte mal. Warte mal. Ich würde gerne, was ist das hier? Gerätestärke-Patch, das würde gehen. Ich will erst zwei Dinge machen. Ich würde gerne das hier mit dem verbinden. Und dann würde ich das gerne hier unten platzieren und das bitte hier. Und dann würde ich hier gerne den Map-Platz. Genau, sehr schön. Weinberg entdecken-Patch, das ist perfekt. Das können wir den doch einsetzen. Was war das hier? Gewölbetriangulator. Dieser Patch enthüllt den Standort von Gründergewölben. Ja, das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Ich habe noch 100... Ich würde eventuell mir noch das hier kaufen. Oder das hier. Der Stärke-Patch oder der Verteil... Ich kaufe mal den Stärke-Patch. So, danke schön. Und dann müsste eigentlich... Oh, der hat jetzt keinen Platz mehr. Schwierig. Das konnten wir verbinden, aber den ich kann den nicht drehen, oder? Ich kann den nicht drehen. Ich habe also entweder die Wahl, den Weinberg zu nehmen. Oder den bronzenen Gerätestärke-Patch. Erhöht den Schaden von Geräten ein wenig. Ausrüstbar in der Krankenstation. Ach, warte mal. Geräte. Das ist gar nicht der hier. Das passt so also. Okay. Okay, ist egal. Wir sind so weit. Wir gehen wieder runter. Wir versuchen das einfach nochmal. Und diesmal würde ich tatsächlich... diesmal würde ich tatsächlich versuchen, wenn ich es finde, das Goblin-Gewölbe. Jetzt müssten wir eigentlich alles schon sehen. Ja, bitte. Runter. Das habe ich letztes Mal irgendwie falsch gemacht. Da habe ich, glaube ich, nicht auf die Größe von dem Patch geachtet. Das müsst ihr mir nachsehen, bitte. Man ist am Anfang einfach so begeistert von allem. Ja, perfekt. Und wir sehen trotzdem, was wir alles schon aufgedeckt haben. Hier unten ist was Interessantes. Hier müssen wir gar nicht hin. Hier drüben wären die Goblins. Wisst ihr was? Dann gehen wir doch zuallererst mal zu den Goblins, oder? Oder in diese Mine beziehungsweise runter. So, da kann es aber sein, dass Goblins theoretisch da wären. Oh, was bist du denn? Au! Okay, damit habe ich jetzt irgendwie... Ah, da war noch eine Kiste. Damit hatte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Nö, damit hatte ich echt nicht gerechnet. Ja, hier müssen wir einfach schön ausweichen, allem, was da kommt.
Und schon finden wir eine wunderschöne... Ich habe immer die Hoffnung, dass in den Kisten halt doch irgendwie Herzen drin sind. Dieser Patch ermöglicht dir schnelle Bewegungen, während du den Sammler auflädst. Slammer auflegst. Entschuldigung, den Slammer. Was ist denn der Slammer? Habe ich den schon? Oh, ist alles noch so neu. Okay, wir sind hier gewesen. Auf der anderen Seite ist nur... Wir gucken mal einfach, wo wir hin... Da darf ich jetzt wieder reingucken. Lass mich raten, es ist nichts drin. Doch, oh, es sind 10. 32. Oh, da bin ich runtergefallen. Es geht gar nicht. 36, dankeschön. Leider fehlt mir ein... Wenn ich jetzt hier runtergehe, ist so eine komische Spalte... Ah, okay, verstehe. Au. Ich leider nicht schnell genug. So. Ah, du Schweinchen. Lieber ein bisschen langsamer und dafür sicherer als schneller und hinterher sterben. So. Wir werden jetzt erstmal hier hingehen, wobei das, glaube ich, die Mine ist, wo wir letztlich... Wir müssen aber trotzdem nach Süden. Ich will bei diesem Zelt vorbei. Wenn wir Glück haben, kriegen wir was Schönes. Und ich stehe immer im genau falschen Winkel. Oh nö, ernsthaft? Das wäre jetzt ein bisschen peinlich, um ehrlich zu sein. Ups. Das war so aber nicht geplant. Da machen wir wieder auf. Aber wir haben... Nee, ich hab auch bei weitem nicht... Wie viel kostet das? 100. Ich könnte theoretisch... Ah, das ist ein Patch, der mir... Okay, dann packe ich den mal hier rein. Und wenn ich das hier mit dem verknüpfen möchte, dann habe ich dafür nicht... Dann habe ich... Vermutlich kann ich nur Silber mit Silber verbinden, oder? Okay. Wir gehen einfach nochmal runter. Das geht schon. Wir kriegen noch ein paar Sparks zusammen. Ich bin da sehr guter Dinge. So. Ja. Ja, bitte runter. Ich sollte nicht draufklicken. So, nochmal. Wir haben ja Gott sei Dank immer noch unsere Karte. Und wir haben gerade eben, ich habe es genau gesehen, wir haben Herzchen bekommen. Dankeschön, das hilft sehr. Dann schauen wir jetzt erstmal so ein bisschen alles da an. Ich will Sparks haben. Was? Eine Höhle? Hatten wir schon mal eine Höhle? Hatten wir so eine Höhle schon mal oder ist das jetzt zum ersten Mal wieder? Ich meine, wir hatten diesmal ja schon mal was Neues. Dieses komische, dass wir da so weit durch sind, oder? Hier bräuchten wir unser zweites Maschinchen. Ich kann zwar den ersten Kristall aktivieren, aber nicht den zweiten. Das geht auch nicht. Doch, was das geht. Es geht doch. Sehr schön. Cool. Ich habe echt gedacht, wir würden hier nicht durchkommen. Ich wollte es einfach nur mal... Bronzener Gerätestärke-Patch. Ja, danke schön. Sehr, sehr hübsch. Das heißt, den könnte ich jetzt theoretisch mit dem anderen verbinden, den ich habe und nicht einsetzen kann. Hat sich schon gelohnt. Bin happy. Patches finde ich sehr gerne. Ich hoffe, wir können irgendwann dieses Patch-Ding noch vergrößern und erweitern, denn momentan ist es nicht... Da muss ich nicht hin. Hier. Ah, oh, diesmal haben wir leider keine Piraten. Kein Piraten. Warte mal kurz. Habe ich da gerade eben einen? Da ist ein... Hier, da drin ist ein Beat. Aber ich weiß nicht, wie ich rankomme. Also schon allein, weil ich nicht weiß, wie man da hochkommt. Ich glaube... Ah, oh, wie gemein. Ich kann den Beat nicht... Ich kann den Beat nicht retten. Hi.
wollte es eigentlich wieder langsamer und sicherer machen, ne? Wie kommen wir an den Keller? Also... So, sehr viel sicherer. Und damit sehr viel mehr zu empfehlen. Wir haben jetzt zwei Herzchen, aber die muss ich ja nicht direkt wieder verschwenden. Au. Weil wir gerade bei Verschwenden waren, ne? Schon das erste halbe wieder weg. So. Liegt dahinter eins? Nein, da liegt keins. Wir bekommen also tatsächlich ein kleines akustisches Signal, wenn irgendwo ein Beat ist. Und da wollte ich nur hin, damit wir es aufgedeckt haben. Weil das kann ich mir jetzt eigentlich auch sparen. Wenn ich irgendwo nicht hin will, muss ich jetzt nicht mehr hingehen. Außer natürlich, wir versuchen Pogo und Dings zu finden, damit wir ihre Quest erledigen können. Ah, schwierig. Wir könnten auch versuchen, einfach das letzte Geschäft zu eröffnen. Nach unten muss ich. Hätte ich auch eben schon gekonnt. So. Ob die uns viel tun, weiß ich ehrlich gesagt nicht mal. Oh. So. Wie gesagt, lieber Attacken langsamer und dafür sicherer als schnell machen und erwischt werden. Wir sparen uns einfach uns. Ach, da muss ich ja gar nicht durch diesmal. Ich spare mir diesmal meine Herzchen eher auf. Wieder rüber und runter. Allgemein, ich komme ja nicht hoch. Ich komme ja, also, wenn da keine Stufen sind, komme ich nicht nach oben. Das ärgert mich ein bisschen. Weil wir es an manchen Stellen eben verdammt gut gebrauchen könnten. Dankeschön. Ach, da ist nichts dran. Schade. Ich wünschte, wir könnten die hier zum Wachsen bringen. Stell dich vor, wie viel wir dann hätten. Oh, ein Traum. Ah, oh, nach unten, da könnte... Oh. Oh Mist. Ich hab's aber auch echt drauf, mich selber in doofe Situationen zu bringen. Ich muss auf jeden Fall in die andere Richtung. Etwas komplizierterer Weg hier, aber es lohnt sich hoffentlich. Gratis Gegenstände nehme ich immer gerne. Yay! Das sieht doch gut aus. Wir haben noch zwei Patches, die wir uns in der medizinischen Einrichtung kaufen können. Das heißt aber auch, wir haben noch mal, ob wir diesmal hier irgendwas erledigen können. Das ist immer dieses komische Ding. Irgendwas hier müssen wir machen können. Warte mal, habe ich eine Taschenlampe? Roboost. Verteidigung. Streubombe. Schießt Funkencluster. Taschenlampe. Ja, rüsten wir doch mal die ganz kurz aus, oder? Ich müsste hier irgendwie für Feuer sorgen, glaube ich. Aber so geht das nicht. Okay. Ja, dann. Muss ich hier doch nochmal schauen. Nach oben? Ah, nein. Ah, daran muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, dass ich hier nicht einfach wieder in das Saal reinlaufe. Hier ist der Eingang zu der Mine, wo ich aber nicht hin sollte, weil wir da zum Endboss kämen von dem Gebiet. Zum Baron. Da sollte ich tunlichst nicht rein. Das wäre sehr ungesund, da komme ich nämlich nicht mehr raus. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach nach links weiter. Hier sollte ich mir, glaube ich, einfach merken, ein bisschen weiter von denen wegzubleiben, bis sie aus dem Boden rauskommen. Hier hinten könnten wir hin, aber ich will wissen, ob es da drüben zum Goldwald geht. Ich könnte ich ignorieren, wenn ich wollte. Und ich sehe, wir überziehen ein bisschen. Ihr nehmt mir das nicht übel, oder? Hallo.
sollte es wirklich auch zweimal machen. Ihr nehmt mir das sicher nicht übel, wenn wir noch wenigstens bis hoch. Na, komm her. Au, Mist. Oh, oh. Das war wirklich nicht geplant. Gut, dass wir uns heilen können. Ich wollte gerade sagen, nimmst du mir sicher nicht übel, wenn ich noch versuche, bis zu diesem Pfeil hier zu gehen, um zu gucken, ob das für unser... ob das für... also für welches Gebiet das ist. Und dann würde ich sagen, wenn wir dann wieder oben sind, das nächste Mal, bauen wir einfach dieses andere Ding. Oder das dritte Geschäft. Ich weiß nicht, wir gucken mal, wofür wir dann unsere Sparks ausgeben. Vielleicht einfach, um ein paar Sachen wieder auszubauen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wir müssten jetzt noch... hier können wir nicht hin, das ist irgendwie nicht da. Das hier müssten wir jetzt noch erforschen. Das machen wir aber erst das nächste Mal. Für heute sage ich einfach vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Wo muss ich denn? Ach, unten. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Ich renne schon mal ein bisschen in die Richtung, wo wir hin müssen. Es sollte ja sowieso keine... sollten eigentlich keine Gegner mehr und nichts mehr in der Nähe sein. Ja, macht euch noch einen... eins weiter. Macht euch noch einen flauschigen Tag. Und ihr dürft mir... Ich glaube, es gibt inzwischen eine Sparklight-Demo, die jeder spielen darf. Falls ihr die spielt, lasst mich gerne wissen. Ich bin nämlich sehr neugierig, ob euch das Spiel auch so gut gefällt wie mir. Ich persönlich bin ja ein bisschen verliebt und hier geht's nächstes Mal weiter. Also bis dahin. Bye, bye.